Von unserer Vorstellung vom Außenunglück. Wir kennen nur Jammer und Sklaverei, das ist die blutige Wahrheit. Und jetzt verbietet die Natur unser Leben in Würde. Nein, tausendmal nein. Der Grund für unser Elend lässt sich einem einzigen Wort zusammenfassen. Mensch, er gibt keine Milch, allein kein Eier, ist schwach, um den Pflug zu ziehen. Und gleich ist er Herr über unser Tier. Er produziert nicht, er konsumiert nur. Er erzählt, dass ihr alle längstens verhungert wärt, wenn ihr einander nicht selber auffressen würdet. Kannibalismus, sagt er. Und dann ihr euch foltert mit glühig heißen Hufisen, erzählt er. Und dann jede mit jedem und alle durcheinander. So, fertig jetzt, mal ist tot! Schaut noch! Seid ihr denn gerade vor? Alle Tiere sind gleich. Das ist doch der sechste Grundsatz. Stimmt. Eben. Nicht. Wenn alle Tiere gleich sind, bin ich auch gleich wie alle Tiere. Wir alle sind gleich, wie ein Tier gleich ist. Und darum kann ich mein Heu sagen, weil ich dann das Gleiche sage wie alle Tiere, weil wir ja ein Tier sind, das für alle redet, weil wir gleich sind. Shut up!
musst dir keine Sorgen machen. Um die kümmern wir uns schon. Dann ist gut. Ich habe gedacht, wir könnten sie für unsere Jungen. Was gibt sie zum Beispiel? Was gibt sie? Was für eine Gizzi? Du hast gar keine Gizzi. Man weiss nie, wenn man wieder eins überkommt. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich habe ja nicht gesagt, Milchsäcke für die Kette. Hm? Sag du! Weg der Milch! Hm. Das ist nicht du! Der Jones! Der Jones hat uns etwa die! Nicht häufig! Aber gleich etwa die! Hat uns der Jones ein bisschen Milch! Wirklich nur ein bisschen! Das Futter eingemischt! Zusammen haben wir den Jones vertrieben und den Hof übernommen. Aber jetzt müssen wir weiterdenken. Und weiterdenken heisst eine Windmühle. Bauen wir eine Windmühle für unseren Hof. Ich habe sie schon geplant, ihr müsst nur noch Ja sagen dazu. Am Anfang, da wollte ich gar nicht verheimlichen, gäbe es vielleicht die eine oder andere Hürde zu überwinden. Also ich weiß nicht. Aber in einem Jahr wäre unser Hof der modernste im ganzen Land. Und unsere Idee, Sie können wachen. Ich bin ein realistischer Eben. Und sage euch darum, Blödsinn, der Plan. Eine grössere Futterproduktion, das ist am wichtigsten im Moment. Wir verhungern, wenn wir Zeit mit dem Bau von einer Windmühle verplempeln. Kameraden, vier Beine gut, zwei Beine schlecht. Kameraden, vier Beine gut, langsam, zwei Beine langsam. Chef, wollt ihr schon ausreden lassen? Natürlich, Boxer. Kameradinnen und Kameraden, eine Windmühle bringt uns Elektrizität. Wisst ihr, was das heisst? Keine andere Arbeit mehr. Ihr könnt Maschinen für uns schaffen lassen. Schwätz! Elektrizität heisst Wärmeschirr und Licht im Stall. Warmes Wasser. Alles Glocke! Stellt euch nur mal vor, was ihr machen könntet mit dieser Zeit, wo euch die Häckselmaschine abnimmt und der Heu schneidet. Gemütlich grasen auf der Weide. Euren geistigen Horizont erweitern mit Lesen und mit Gesprächen. Dumme Seich! Ein Jahr krampfen, Kameradinnen und Kameraden! Und nachher dann dafür nur noch 3 Tage arbeiten. Sonst ganz